Seid gegrüßt, meine lieben Mitfahrschüler. Ihr wisst ganz genau, was heute noch los ist. Die letzten paar Money-Glitches einsammeln hier, damit wir endlich beruhigt unsere ganze Kacke kaufen können, die es hier im Spiel gibt, die auf uns wartet. Ich bin zwischendrin trotzdem schon mal wieder ein bisschen abgedampft hier. Ich habe leider vergessen, irgendwie Nummer 3, glaube ich, muss es sein, wo wir ankommen. Ich hoffe es, dass wir uns das jetzt nicht selber verkacken oder beziehungsweise ich. Ich will wenigstens 1 Million bekommen. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass es trotzdem hier teilweise bei uns letztes Mal ziemlich knapp war. Das war auch schon wieder, sage ich mal, keine große Glanzleistung von mir. Das auch nicht. Ich sag, wenn man hier dann durch ist bis dahin, das sollte man es eigentlich in der Zeit schon schaffen. Eigentlich, wenn das Wort nicht eigentlich nicht wäre. So, jawohl, Nummer 3. Das heißt, wir müssen jetzt beim nächsten Mal einfach bei der Nummer 4 ankommen. Das heißt natürlich für uns wiederum, einmal hier runter jumpen. Keine Angst, Leute, natürlich in der nächsten Folge wird es nicht mehr so langweilig. Ich hätte jetzt selber nicht gedacht, dass ich das mit meinen elendigen Fahrkünsten eigentlich so geil hinbekomme. Bin selber eigentlich richtig begeistert von mir. Und wer mal möchte, kann gern mal mitzählen, wie oft ich das Wort eigentlich sage in einer Folge. Wenn jemand die richtige wenn jemand die richtige Zahl nennen kann, dann ist es mir eigentlich auch egal. So, nice am Start. So, jetzt müssen wir in der Runde 4 ankommen. Das heißt, wir kriegen wieder das Doppelte. Ach, ist das schön. Das dauert aber bis zur Million noch ein bisschen praktisch. Aber ich glaube, dann ab irgendeiner Runde muss man dann sowieso irgendwas anders machen. Ich glaube, da muss man dann die Pylonen umfahren oder irgend sowas, dass der Glitch funktioniert. Ich habe hier schon mal ein bisschen Angstschweiß, weil es wirklich bis zu dem ersten Checkpoint nicht weit ist und ich immer nicht weiß, wie viel Anlauf ich hier nehmen muss. Ich hoffe, dass wir es wenigstens bis zur Million schaffen mit meinen talentierten Fahrkünsten hier. Jawohl. Naja, gut, jetzt haben wir fast 500.000. Ich sag mal. Das, sage ich mal, ist schon was Gutes. Jetzt müssen wir mal nur hier gucken. Ich gucke hier nebenbei noch mal kurz drauf. Das war jetzt die 4. Jetzt müssen wir die 5 machen. Die 5, dann macht er hier die... Okay. Ja, aber ich sag mal so, da brauche ich ja gar nichts weiter beachten, weil das Geld reicht mir dann locker auf jeden Fall, meine Lieben. Das reicht mir auf jeden Fall. Das ist mehr, als der Tommy ausgeben kann in der Zeit, wo ich noch mit ihm spielen werde. Ich will auf jeden Fall über 1 Million kommen. Wenn ich über 1 Million komme, bin ich glücklich. Dann können wir ja zwischendrin auch nochmal unsere Gelder vom Haus einsammeln, damit wir ein bisschen legales Money bekommen. Legal natürlich in Anführungszeichen. Nein, wo ist das Auto hin? Ja, okay. Steht jetzt mal auf der Seite. Manchmal hängt es einfach irgendwie. Manchmal hängt es. Da will es uns einfach nicht die Chance geben, dass wir hier ein bisschen bescheißen. Oh, wisst ihr, wie ich mich freue? Ich kann mich gar nicht mehr an die Malik-Buchlappen-Missionen erinnern. Ich freue mich richtig, dass wir das dann machen können in der nächsten Folge. Dann müssen wir nicht mehr so traurig rumgeiern und uns hier mit unserem Pulposition Club Geld hier, sage ich mal, rumhampeln. Ich gehe jetzt gerade mal vor, ob es vielleicht zumindest schon mal wieder ein bisschen voll ist. Das kann ich. Ich glaube, ich sollte zwischendrin lieber nicht speichern. 4.000. Ach, wie erbärmlich. $4.000. Da hole ich mir jetzt was Besseres, mein lieber Club. Das ist das Geld, was ich verdiene. Das ist das richtige Geld, was ich verdiene, weil ich bin durch Scheiße gegangen in dem Spiel. Durch richtige Scheiße musste ich gehen. Ich
Ich musste mein Geld für Waffen die ganze Zeit raushauen, weil es mich die ganze Zeit wieder reingehauen hat, das Spiel. Und jetzt habe ich es überlistet. Und jetzt finde ich das Parkhaus nicht mehr, weil ich so schlau bin. Hau ab. Lass mir meinen Frieden, Junge. Ich habe dir nichts getan, überhaupt nichts. Nicht im Entferntesten. Hallo, wo ist denn jetzt der Eingang? Bin ich denn bescheuert oder was? Ich meine, ich weiß es ja, aber es soll nicht so aussehen. Das ist die dümmste Parkhauseinfahrt, die es gibt hier. Mit diesem hässlichen Oceanic oder wie der heißt. Das Auto schon heißt wie der Ozean, da kann schon irgendwas nicht richtig sein. Fürchterlich. Fürchterlich. Guckt euch dieses Scheißhaus an. Guckt es euch einfach an, wie es sich hier festhängt. Ich kann jetzt gerade einfach nicht anders. Ich muss es einfach in die Schranken weisen, das Auto. Ich muss es in die Schranken weisen. Tschüss. Hoffentlich geben wir jetzt keinen Stern, damit nicht der Onkel Polizist kommt, der Böse. So, jetzt habe ich vor lauter Gerede wieder vergessen, wann wir ankommen müssen. Ich glaube, jetzt müssen wir bei der 6 sein. 5 oder 6, glaube ich. 5? Oder bei der 6? Oh, das regt mich so auf. Ich glaube, bei der 6. Nee, bei der 5. Bei der 5 oder bei der 6? Leute! Wo kann ich mir denn das so schlecht merken? Ich glaube, die 5 war es. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Was ist denn? Ich probiere es einfach mal mit der 5. Nein, 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 Tommy, 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 nein, verkackt. Meine Fresse, ich sag's ja, da habe ich richtig Angst an der Stelle. Nein, ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder von vorne angeht. Ja, wenn nicht, dann keine Ahnung, es reicht auch das Geld. Für den Malibu Club reicht's dicke auf jeden Fall. Für den dummen Hafen reicht's auf jeden Fall. Es reicht eigentlich für alles. Ist natürlich jetzt nur scheiße, weil jetzt hier das Auto natürlich wieder nicht auftaucht. Man muss einfach richtig einmal weg hier. Anscheinend schafft man den Monster-Stunt hier auch nur mit einem richtig schnellen Auto, habe ich so das Gefühl, dass man da aufs andere Dach kommt. Wobei jetzt sieht es nicht gut aus. Aber fast. Fast. Ja, und klar, das Auto landet auf dem Dach. Ich meine, wieso nicht? Wieso soll es auch nicht auf dem Dach landen? Wir könnten uns ja hier auch totrennen einfach. So, bei der Nummer 5. Ich hoffe, dass das jetzt nicht resettet hat irgendwie. Na, auch schon da, mein lieber Stallion. Jawohl, lässig hüpft da rein hier. Pylonenrally Nummer 6680. Ich mach's einfach mal auf gut Glück bei Nummer 5. Wenn es nicht mehr klappen sollte, dann. Puh. Egal. Dann habe ich es auf jeden Fall probiert. Gott sei Dank zählt es nicht, dass man andere Autos anfährt. Oh, Gott sei Dank, ey. Nummer 5. Dann machen wir schnell noch die Nummer 6. Kommen wir doch noch über eine Million, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ich freue mich so, Leute. Ich freue mich so. Was ist denn da hinten eigentlich? Sieht aus wie ein UFO. Oh, das kann doch unser Glücksmoment sein. Naja, egal. Was war es jetzt? 5, ne? Also ich drehe wirklich durch mein Hirn. Das ist wirklich irgendwie gruselig. Mein Hirn ist wirklich gruselig. Wir merzen es trotzdem einfach aus. Ich merze es aus. Das Spiel hat mir so viele Nerven gekostet. Jetzt kann es mir ruhig mal ein bisschen was zurückgeben. Damit ich hier in so einem richtigen Gangster-Luxus leben kann. Ich will das Autohaus. Ich will das. Ich will den Club. Ich will diese Immobilie. Diese Immobilie. Diese Immobilie. Ich will alle Immobilien kaufen. Aber natürlich nicht auf einmal. Ich kaufe es mal nach und nach. Dann können wir auch noch die Parkgaragen-Missionen machen. Wo man die Autos für das Sunshine-Autohaus einsammeln muss. Ich spiele es trotzdem
ich spiele es trotzdem irgendwie gern. Vor allem, weil ihr es halt auch so gerne anguckt. Und ja. Wieso soll ich aufhören, ein Let's Play zu spielen, was für Leuten Freude macht? Uiuiuiui, jetzt aber schnell, Dominik, jetzt aber schnell. Boah, das war knapp. Also bei 7, ich glaube, 7 traue ich mir noch zu, dass ich schaffe. Ansonsten glaube ich. Nein! Vielleicht schaffen wir auch den Monsterstand noch. Ach komm, leg dich doch. Steig aus, Tommy, komm. Das bringt überhaupt gar nichts. Da kann man sich nicht drauf freuen. Das kannst du einfach vergessen. Aber 7 wird knapp. Da muss ich mich jetzt richtig anstrengen. 7 wird richtig extrem knapp. Und allen Leuten, denen ich es versucht habe zu erklären, lasst es einfach. Spielt das Spiel wie ein echter Gangster. Ohne, dass ihr euch irgendwas ergeiern müsst. Ich muss jetzt auf jeden Fall... Ich muss richtig draufhauen. Ich muss richtig draufhauen, um die 7 noch zu schaffen. Dann kriege ich, glaube ich, nochmal 1 Million. Habe ich gesagt, so viel Geld ist es jetzt auch nicht, so wie es aussieht. Ich muss hier ein bisschen mehr, ein bisschen schneller sein. Genau. Jawohl. Das war perfekt. So müsste es immer klappen. Oh, da hat uns das Spiel aber nochmal alles gegeben. Jawohl. Oh, ich traue mir die 8, glaube ich, auch noch zu, Leute. Ich glaube, die 8. Ich glaube, die 8 wird auch nochmal was. Weiß gar nicht, vielleicht ist das Problem daran, dass ich es jetzt hier nicht mehr laden kann oben. Ich glaube sogar, vielleicht liegt es da dran. Ich glaube, ich muss den Monsterstand auslösen und dann setzt sich das Spiel zurück. Seht ihr das? Oh, kommt, Monsterstand mit dem Mofa. Beschleunigung wie ein Ferrari. Aber 55 Dollar kassiert. Das ist ja schon mal richtig nice. Ich dreh durch. Ich dreh einfach durch. Komm jetzt aber. Jawohl. So, Sekunde 8, denke ich, wird nochmal eine kleine Herausforderung für mich. Aber wie gesagt, Tommy hat ausgesorgt. Tommy hat auf jeden Fall ausgesorgt. Wenn wir hiermit fertig sind, braucht er sich keine Gedanken mehr machen. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen in einem besseren Winkel stehen. Na komm. Ich muss in der 8. Sekunde ankommen, Leute. Jawohl, 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 jawohl. Oh Mann, ey. Das war aber auch nochmal krass, aber mein Ehrgeiz ist geweckt. Vielleicht schaffen wir 9 auch noch. Könnte knapp werden, aber vielleicht eventuell schaffen wir es noch. Ansonsten drücke ich ganz schnell, ganz geschmeidig auf Speichern. Verpiss mich hier erstmal ganz schnell, bevor hier alles in die Luft fliegt. Jawohl. Ach komm, Tommy, komm. So, jetzt zählt's, Leute. Schauen wir mal, ob wir die 9 noch schaffen. Schauen wir mal. Normal aber eigentlich schon. Oh Gott, ich bin so glücklich, dass du mich darauf hingewiesen hast, Andreas. Es ist wirklich unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Ich glaube, ich habe die damals in meinen PlayStation-Zeiten nie gemacht, die Mission. Ich glaube, wie ich PlayStation 2 gespielt habe, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich die probiert habe, die Mission. So, 9, ne? 9 wird hart. 9 wird wirklich hart. Naja. Wir haben es probiert. Auf jeden Fall.
fahre ich jetzt ganz schnell und ganz genüsslich zum Speichern, aber natürlich mit meinem wunderschönen Roller, sage ich mal, weil jetzt sind wir echte Gangster. Wir brauchen von niemandem mehr uns hier irgendwie zu verstecken mit unserem Kontostand, den wir uns hier so richtig gegeiert haben. Das kann uns niemand mehr wegnehmen. Niemand. Niemand. Gleich zum Pole Position Club vor. Und dann werde ich jetzt mal richtig durchdrehen. Da werde ich mir alle Waffen kaufen, die es gibt. Was man eben so macht, wenn man auf einmal reich geworden ist. Oh, wie süß. $1.996 nehme ich aber mit. Bin natürlich kein, sage ich mal, jemand, der jetzt seines Geld auf der Straße liegen lässt. Möchte mich richtig nice und richtig geil, Alter. Ich fühle mich richtig reich jetzt. Richtig reich. Es ist unglaublich. Lass mich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Was können wir uns gleich jetzt sofort kaufen? Gibt es hier irgendwas? Drüben die Druckerei, da gibt es irgendwo. Hier muss es doch noch, irgendwo gibt es doch hier, glaube ich, ein Haus noch, was man sich kaufen kann. Schon wieder überhaupt gar keine Ahnung, was ich drücken muss, wenn du längere Zeit ein anderes Spiel spielst. So, ich werde aber gleich mal ganz genüsslich, bevor ich hier irgendwie anfange, wildes Geld rauszuhauen, werde ich nochmal hier schön am Ocean Drive für euch entlang fäzen. Und fahren wir mal gemütlich hinten Richtung Panzerung. Und dann werde ich für alle Freunde des San Andreas Let's Plays mich endlich dazu aufraffen, San Andreas weiterzuspielen. Es tut mir wirklich leid für die wochenlange Pause. Wie gesagt, ist hart. Also, wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, ich bin, habe irgendwie Schichtarbeit oder so, aber ich habe eine Ganztagesschicht. Die heißt um 8:30 auf die Arbeit und um 5:30 raus. Ich habe eben auch noch manchmal andere Sachen zu erledigen. Solange ich noch keine 3 Millionen Abonnenten habe, wird es auch so bleiben, sage ich mal. So, zack, die Bohne. Das geilen wir uns noch. Und dann guckt ihn euch an, Leute. Ich stelle mich jetzt schon mal hier ganz provokativ hin, lauf ganz genüsslich schon mal in die Richtung, sag mit diesem wunderschönen Blick auf den Malibu Club schon mal erstmal Servus. Danke fürs Einschalten. Nächste Folge ist er unserer. Servus, euer Mr. Weinwood. Ciao.